An die Wand gesprüht, die Umrisse von Deutschland. Das Land, in dem die meisten von Ihnen geboren wurden. Doch welche Bedeutung hat es für Sie und wie gut kennen Sie es? Ich würde gerne von euch wissen, wo auf der Karte Frankfurt ist. Frankfurt. Kein Ratespiel, sondern ein Bildungsprojekt der besonderen Art. Wo liegt Berlin? Zeig mal. Hier. Ich glaube, Berlin ist eher so hier. Was sagt ihr? Da, wo Maima. Ja, da, wo Maima zeigt. Okay, lösen wir auf. Genau zwischen hier und hier, genau die Mitte. Frankfurt, Köln, Berlin, Hamburg. Einige der Stationen, um Deutschland zu erkunden. Junge Menschen machen eine Reise ins Innere der Bundesrepublik, erfahren, was diese Städte kennzeichnet, wie Wirtschaft und Gemeinwesen funktionieren und dass man bei all dem auch viel Spaß haben kann. Jetzt mal eine kurze Frage, jetzt ganz ernst, Spaß beiseite. Freut ihr euch? Ja! Hamburg. Mehr als 20 junge Menschen auf Entdeckungstour in der Hansestadt. Sie alle haben eine Migrationsgeschichte, kommen aus dem Frankfurter Stadtteil Sossenheim und haben sich, bevor sie sich auf die Reise machten, lange darauf vorbereitet. Das begann bereits ein Jahr zuvor. Jugendtreff Kosmos in Frankfurt-Sossenheim. Michael White, einer der Betreuer hier. Er hatte die Idee dazu. Und die Teilnehmer? Einige von ihnen werden wir in diesem Film näher kennenlernen. Ich heiße Shayla, ich bin 13 Jahre alt, komme jetzt in die 9. Klasse und wohne in Griesheim. Ich bin Yusra, ich bin 16 Jahre alt. Ich bin Emin, ich bin 14 Jahre alt, gehe in die 8. Klasse. Ich bin die Umeima, ich bin 16 Jahre alt. Ich bin der Imran Rahimi. Ich bin der Meinung, dass die meisten Jugendlichen, ja, die hier so aus Frankfurt oder aus Sossenheim kommen, dass die zu wenig über Deutschland wissen. Ja, die kennen nur Sossenheim und gucken nie so richtig über den Tellerrand. Die wissen nicht, was es heißt, hier in Deutschland geboren zu sein, was für Vorteile Deutschland bietet und wie gute wir es hier in Deutschland haben. Ja? Und deswegen habe ich dieses Projekt ins Leben gerufen, um euch einfach so ein bisschen die Augen zu öffnen. Und zu diesem Projekt gehören auch Reisen. Weil die meisten Jugendlichen, wenn du die fragst, ich frage jetzt mal schon bei dir an, was bist du? Marokkaner. Was bist du? Wo bist du geboren? Also ich persönlich bin halb Marokkanerin, halb Deutsche. Und wenn mich jemand fragt, woher kommst du, sage ich eigentlich immer meistens aus Marokko. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin hier auch geboren und meine Wurzeln liegen in Marokko. Ich rede Deutsch, ich rede mit meinen Freunden Deutsch, mit meinen Eltern natürlich auch. Aber ich war halt nie in mein eigenen Heimatland. Frankfurt ist Heimat. Frankfurt ist mein Zuhause. Ich bin Albaner, ich bin dies, ich bin das. Aber wenn es hochkommt, wenn man mal hochrechnet, wie lange wart ihr in eurem Land, wenn man alles zusammenrechnet mit eurem Urlaub, ist es vielleicht, das war ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr gewesen sein, Maximum. Wenn man jede Sommerferien in seinen Heimatland gefahren ist. Ja? Das heißt nicht, dass ich möchte, dass ihr eure Identität verleugnet. Ihr seid natürlich das, was ihr seid. Aber mir fehlt so ein bisschen der Bezug zu Deutschland. Dass man sagt, hey, ich bin auch Deutsch und Deutschland ist ein cooles Land und uns geht's gut hier und keine Ahnung, ich bin auch ein Deutscher. Ja, das fehlt mir so ein bisschen. Ich denke, warum sehen die Kinder sich nicht als Deutsch-Türken, beispielsweise, wenn sie einen türkischen Hintergrund haben oder deutsche Marokkaner? Warum lässt man das Deutsche irgendwie so weg? Ist es dann, wir wollten halt auch rausfiltern, schämt ihr euch, Deutsche zu sein? Gemeinsam mit Hüseyin Ayvaz vom Deutsch-Türkischen Jugendwerk setzen sie das Projekt um. Der Kerngedanke, den jungen Menschen Perspektiven aufzeigen, ihnen aber auch etwas entgegensetzen gegen das Fremdheitsgefühl, ob von außen herangetragen oder von zu Hause übernommen. Wir werden Städte angucken, wir werden uns Vorträge anhören über Deutschland, über das Bildungssystem, über Landeskunde, über was weiß ich was. Also, aber es ist dann nicht so langweilig wie in einer Klasse.
Das kann ich euch versichern. Das Ganze hat übrigens mehr als 30.000 Euro gekostet. Einen beträchtlichen Teil davon hat die Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt übernommen. Also ab nach Hamburg, der ersten Station. Warum Hamburg? So wie mir bekannt ist, ist der Hamburger Hafen der größte in Deutschland. Für mich war einfach wichtig, dass sie mal rauskommen aus Soslein, dass sie sehen, was Deutschland so zu bieten hat. Natürlich die schönen und auch die weniger schönen Seiten. Hamburg, belebende Stadt, da war schon viel los, viel Verkehr, viele Menschen. Der erste Abend ist rum. Morgen steht ein Theaterbesuch an. Hier in dieser Jugendherberge werden sie die nächsten 3 Tage übernachten. Das ist zu Hightech für uns, wir verstehen das nicht. Das ist ein dreckig unordentlicher Bar. Ich hab keinen Bock aufs Theater, ich will schlafen. Lass mich schlafen. Dann waren wir noch in einem Hanse-Theater. Wir haben ja wirklich auch Programmpunkte ausgesucht, die eigentlich nicht so typisch sind für unsere Kinder, sage ich mal. Also Kinder, die jetzt in Soßenheim groß werden, soziale Brennpunkte, die einen Migrantenhintergrund haben. Und Beispiel ist zum Beispiel das Varieté gewesen. Keiner wusste, was ein Varieté ist. Wir sind heute Abend in der Varieté im Hanse-Theater. Das Hanse-Theater, lange Zeit das einzige Varieté-Theater Deutschlands. Auf dem Programm Akrobatik, Zauberei, Musik und Kabarett. Warte schon mal in so einem Ding. Also so nicht. Also schon ganz anders. Ja. Ist basic oder? Also schon ganz eben. Ja. Dieses Hanse-Theater, als erstes dachten wir uns, ja, dieses Theater wird langweilig. Ich dachte immer so, das wäre unspektakulär. Aber danach haben wir uns darauf eingelassen, zwar eigentlich ganz toll, hat richtig viel Spaß gemacht. Das hat mich am meisten umgehauen. Da waren so verschiedene Shows dabei. Das Stück an sich, dass viele verschiedene Menschen aufgetreten sind und auch mit berührenden Geschichten auch. Ja, das hat mich fasziniert. Normalerweise würden wir nie freiwillig in so ein Theater gehen, weil Theater, wir kennen das gar nicht als so ein Theater. Wenn, dann gehen wir ins Kino oder schauen uns einen Film an. Ich würde nicht mit meinen Eltern ins Theater gehen. Ja, meine Eltern sind nicht so fürs Theater und ja, die mögen sowas nicht. Und ich hätte dann halt auch die Chance, nicht mit meinen Eltern dahin zu gehen. Deswegen finde ich es gut, dass wir so eine Möglichkeit haben, mit Kosmos dorthin zu gehen und sowas zu sehen. Aber als ich da war, war es halt was anderes und es hat schon Spaß gemacht. Also es war schön. Filmaufnahmen dürfen wir drin nicht machen. Aber wir haben ja auch Akrobaten unter unseren Teilnehmern. Weiter geht es, ins Miniatur-Wunderland. Ein Blick auf die Welt aus der Vogelperspektive. Und so mancher der Jugendlichen stellt erstaunt fest, auch der Papst lebt in Europa. Seine Blumen für seinen Palast kosten 8.000 Euro jeden Tag. Vatikanstaat. Doch auch das Projekt kostet. Fahrt, Eintritt, Unterkunft, Referenten. Ohne die Unterstützung der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt hätte das ganze Projekt nicht realisiert werden können. Stand doch von Anfang an fest, die Teilnahme sollte für die Jugendlichen kostenfrei sein. Finanziell aus eigener Tasche wäre das für die Kinder nicht tragbar gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Kinder alle arm sind oder wie auch immer, aber sie kommen aus bescheidenem Haushalt und die ganzen Reisen, die wir gemacht haben, plus diese Programmpunkte, Workshops, das hätten die auf jeden Fall nicht tragen können, bin ich mir ziemlich sicher. Die Reise in die Hauptstadt ist natürlich das weitere Highlight des Projekts. Klar, Kreuzberg und Neukölln müssen sein. Aber auch wichtige Wendepunkte deutscher Geschichte sind im Programm, wie die deutsche Teilung. Die Berliner Mauer. Dass die so hoch war, also ich habe mir sie so grundsätzlich vorgestellt. Ich wusste echt vieles nicht. Zum Beispiel, wann der Mauerfall war. 1989, ja, ich glaube, da ist sie gefallen. Und dann war schon krass zu sehen, dass sie dort noch, so ein Stück stand ja noch dort. Das war einfach so krass zu sehen, dass sie immer noch so dort stand einfach. So, um die auch anzufassen. Ich bin halt ein neugieriger Junge und
Ich mag halt auch sehr gerne Geschichte und deswegen bin ich halt da mit reingesprungen. In der früheren Zeit ging am meisten was in Berlin ab, wegen dem Mauerfall. Dass man seine Familie auf der anderen Seite nicht einfach so einfach besuchen konnte. Oder dass man auch sein Leben auf dem Spiel setzen musste, wenn man auf die andere Seite kommen wollte. Das politische System, was ist dem deutschen Volke gewidmet? Was passiert in dem Haus mit der großen Glaskuppel? Den Bundestag haben wir auch gesehen. So, der Bundestag, da sitzen halt viele Parteien. Und wenn die da sitzen, dann diskutieren die. Dann die machen halt die Gesetze. Ich finde es auch wichtig, dass man sowas mal sieht oder dass man weiß, wo sowas überhaupt stattfindet. Wir hatten das mal in der Schule mit dem Bundestag. Es ist einfach eine andere Perspektive, mal selber dahin zu gehen und sich das mit eigenen Augen anzuschauen. Ich persönlich würde, glaube ich, dann nicht freiwillig einfach mal dahin gehen und mir den Bundestag oder Bundesrat angucken. Kreuzberg hätte ich mir vielleicht angeguckt, aber den Bundestag hätte ich mir niemals angesehen. Dann das düsterste Kapitel der deutschen Geschichte. Ein Fels aus Betonsteinen, das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas. Dieses Holocaust-Denkmal, das fand ich wirklich gut, dass man halt sich das einfach auch angucken kann. Das hat mich auch beeindruckt, weil ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Das waren ja diese Steine, die groß sind, klein, in verschiedenen Formen, die kannte ich gar nicht. Und die habe ich zum Beispiel auch erst erfahren, als ich in Berlin war. In der Schule, ja, also wir hatten ja, Geschichtsunterricht. Aber jetzt so krass über dieses Denkmal haben wir uns jetzt, also damit haben wir uns jetzt nicht so beschäftigt. Jetzt weiß ich, dass das Denkmal gemacht worden ist, wegen den Juden, die gestorben sind halt. Das ist ein Denkmal für die. Aber warum immer nur in die Ferne schweifen? Denn auch das Besondere liegt ja bekanntlich so nah. Zum Beispiel die Frankfurter Goethe-Universität, die den Namen des Dichters trägt, der den Satz so oder ähnlich formuliert haben soll. War jemand schon mal von euch in der Frankfurter Universität? Guckt, das ist traurig, oder? Wir sind hier groß geworden und die wenigsten von uns hier waren schon mal in der Uni und kennen die Geschichte von der Uni. Von Goethe? Von der Uni? Das ist echt lange her. Aber im Ernst. Das Programm auch hier äußerst anspruchsvoll, mit einem Besuch im Hörsaal und der Geschichte des Gebäudes, das Pölzigbau heißt. Auch hier hängt einiges mit dem zusammen, was in Berlin zu erfahren war. Ich habe vieles gelernt, konnte vieles mitnehmen. Jetzt weiß ich viel mehr über Deutschland als davor. Und es gibt jetzt auch mehr, was ich noch gerne wissen würde. Und ja, das hat so mein Allgemeinwissen verstärkt, auch in der Schule. Ich kenne das ja halt jetzt, weil ich ja da war und das alles gesehen habe. Zum Beispiel haben wir ja Sachkunde und Politik und Wirtschaft. Und da konnte ich schon ein bisschen mehr mitreden als sonst. Also die Reise hat mir gebracht, was Deutschland ist. Es hat auch meinen Horizont erweitert, also mein Wissen über Deutschland. Das ist nicht nur Sossenheim, Frankfurt oder Zeil gibt. Kenne dein Land. Ein Projekt, das den Jugendlichen einen neuen Blick auf Deutschland ermöglicht, den einen oder anderen womöglich auch verändert hat. Ich war halt früher nicht so sozial wie heute. Also ich war halt früher nicht so nett. Also ich hatte immer so ein komischen Blick, ob ich aggressiv wäre, und den Blick habe ich jetzt nicht mehr, weil das Team hat mir halt geholfen, sozial zu werden. Die Betreuer, mit denen war es das Beste. Wir sind alle gute Freunde, man lernt spaßiger, es macht mehr Spaß. Von Freunden, die ich das erzählt habe, die nicht mitmachen konnten, leider, die sagen mir manchmal, blöd, Mist, hätte ich da bloß mitgemacht. Dann sage ich denen, ja, was soll man machen? Die haben dann ordentlich was verpasst. Und können nur hoffen, dass dieses Bildungsprojekt irgendwann neu aufgelegt wird.
private Möglichkeiten für eine Erkenntnisreise dieser Art haben die wenigsten von ihnen. Meine Eltern würden das nicht mit uns machen, nein. Also wir wären jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass wir jetzt Deutschland erkundigen, sondern die einzigen Sehenswürdigkeiten, was die bedeuten, wann die gebaut wurden, wer es gebaut hat. Und ja. Meine Eltern hätten es, glaube ich, auch niemals mit mir gemacht, weil es ihnen auch mehr als so interessiert. Mm-mm. Hauptsache Deutschland leben für die Zeit. Das Projekt sollte ihnen helfen, die Umrisse von Deutschland zu erfassen. Wie weit sie das Land mitgestalten, liegt an ihnen. Deutschland ist ein freies Land und ich bin auch sehr froh, hier leben zu dürfen. Und ja, also Deutschland ist schon ein krasses Land. Also ja.